So, wir haben ein Messer. What is taking so long? Open this fucking door. I need to go. Open up. Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Okay, was hat sie gemacht? Hat sie sich selbst getötet jetzt? Ich will nicht reingucken. Okay. Ich kann das selbst steuern, ne, wenn ich rausgehe. Aber ich fürchte, ich muss bis zum Ende gucken. Wahrscheinlich sterben wir wieder. Weil uns die Luft ausgeht. Jetzt ist er selber rausgegangen. Echt jetzt? Ich muss nochmal rein? Was soll ich denn machen? Ah, anderes Bild. Aha. Das ist eine große Badewanne, ja. Ich kann das aktuell nicht interpretieren, was hier gerade passiert. Wandel, alles überschwemmt. Okay. Finally. Someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Okay, jetzt wisst ihr, was die letzte Zutat war hier. Und wahrscheinlich für was dieses Messer war. Ah, dann sind wir jetzt durch, oder was? Oder kommt da noch was hier? Oh. Okay, zu früh gefreut. Wir sind noch nicht durch. Vielleicht kann ja einer mal von euch googeln, wie lange es noch dauert oder wie viel wir jetzt haben ungefähr. Das wäre mal super. Wir haben jetzt hier wieder dieses Damespiel, wo wir Sachen sammeln müssen. Wir müssen die Spielsteine sammeln, die hier herumliegen. Es waren jetzt zwei. Reicht das schon?
Nein! Nicht die Spielsteine! Da ist er wieder, der Hirsch. Da ist er wieder. So, okay. Also hier fehlt offenbar das Auge. Vielleicht haben wir uns das Auge selbst herausgeschnitten. Aber er hat ja gesagt, er braucht jemand anderen, der auf das Werk guckt. Da werden wir uns doch nicht das eigene Auge herausgeschnitten haben. Spielstein, okay. Liegt eine Ratte drin? Natürlich. Natürlich liegt eine Ratte drin. Wieso drehe ich mich jetzt aktuell? Ich mache gar nichts aktuell. Wieso drehe ich mich? Was passiert hier? Wieso dreht sich mein Charakter? Weil er neben der Lampe steht wahrscheinlich. Komisch. Jetzt nicht mehr. Na gut, war das jetzt ein Spielstein nur? Das Spiel hat begonnen oder auch nicht. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Ich bin zu dumm, das zu interpretieren. Tut mir leid. Das übersteigt meinen Horizont. Sorry, wenn es ein bisschen zu laut ist, aber das ist ein bisschen schlecht abgemischt. So, hier waren wir. Ah, das sind jetzt lauter so Räume, die sich öffnen. Hier drüben im Bett waren wir auch schon. Da müsste doch eigentlich noch ein Raum sein. Das Grammophon war ein singender Tollfuß. Ich glaube, du hast mich noch nicht singen gehört hier. Ich glaube nicht. So, was passiert hier? Ich will doch nur mein Auge ablegen. Ich darf es einsammeln? Nee. Ah, da ist nochmal ein Raum. Aha. Ein Gang nach oben. Was hat er so gepocht jetzt? Oh. Okay, das Bad der Hölle schon wieder. Auch diesmal geht leider das Klo nicht. Jetzt drehe ich mich schon wieder, Leute. Was ist denn da los? Seht ihr das? Ich mache nichts. Ich drehe mich aktuell wieder. So. Hä? Gehört das zum Spiel oder ist das ein Bug? Ich drehe mich immer noch. Seht ihr das? Ich kann mich dagegen drehen? Ich glaube, das gehört zum Spiel irgendwie. Ah, da ist nochmal eine.
Okay, unsere Küche mal wieder, ne? Mit zwei Bildern. Oh, ein Gewicht haben wir mitgenommen. 20 Kilo oder was war das? 20 Kilo? Ich glaube, das waren eher 2 Kilo. Ich pack das mal hier drauf. 21 Gramm. Okay. Gab es da nicht irgendwie mal was, das so schwer eine Seele ist? Gab es da nicht mal was? 21 Gramm ist eine Seele oder so? So, war es das jetzt oder muss ich da auch nochmal was suchen jetzt? Oh, da ist hier der Affenbaby wieder, das Affenbaby-Bild. Ich muss jetzt hier quasi Punkte ablaufen. Bisschen Jazzmusik natürlich. So habe ich früher auch Piano gespielt. Ja, was ist denn los jetzt? Ach, da ist noch einer. Oh, unser Herz. Okay. Sieht so aus, als wären wir wieder zu Hause jetzt. Alles ist kaputt. Alles ist von diesem schwarzen Dings überzogen. Und wir setzen das letzte Stück ein, liebe Freunde. War das nicht sogar so, dass dieses Bild dann, je nachdem, ob du ein gutes Ende hast oder ein schlechtes Ende, wenn du ein schlechtes Ende hast, dann kommt ein schlechtes Bild raus. Und wenn du ein gutes Ende hast, dann kommt ein gutes Bild raus. Ich dachte, irgendwas habe ich da noch im Hinterkopf. Na gut, also mehr gibt es nicht zu tun. Wir packen mal das Auge hier in unsere Kiste und schauen, was passiert. Es wird kein Meisterwerk werden wahrscheinlich. Ach doch. Guck dir das an. Yes, that's it. It's beautiful. Wir haben noch immer alle Finger. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. I was so close. This time, I almost had it. Ich glaube, das war kein gutes Ende. Oh. Der 3000. Versuch war das offenbar.
Okay. Das heißt, wir haben jetzt immer versucht, ein schönes Bild zu malen, haben das aber nie auf die Reihe bekommen. Da ist doch ein schönes Bild. Das ist doch ein schönes Bild, oder? Da hat sie schon ihre Verletzung, aber die sieht ja auch nicht schlimm aus, diese Brandverletzung, oder? Sieht doch gar nicht schlimm aus. Und die sehen doch alle gut aus. Wir können noch mal durch das Haus laufen jetzt. Natürlich noch mal alles öffnen. Oh, jetzt drehe ich mich schon wieder. Zum Henker. Aber leider nichts mehr zu lesen. So viele Schubladen und alle sind leer. Nee, meine Maus ist nicht kaputt. Das hört ja auch gleich wieder auf dann. Kurz mal nach oben gucken, ob da nicht irgendwie noch was ist. Oh, da kann was. Da ist ein Schlüssel. Liebste Gemahlin, ich weiß, dass die letzten Monate verheerend gewesen sind. Ich weiß, dass ich unterstützender hätte sein sollen. Fürsorglicher, selbstloser. Ich kann einige der Dinge, die du zu mir gesagt hast, immer noch nicht glauben. Wahrscheinlich war ich einfach nie dazu bestimmt, ein großartiger Ehemann oder Vater zu sein. Ich dachte, dass ich ein großartiger Künstler sein könnte, aber auch dieser Traum ist ausgeträumt. In seiner Abwesenheit werde ich mein Bestes geben, um dich mit all der Liebe und dem Mitgefühl zu behandeln, die du verdienst. Du bist die Liebe meines Lebens, meine Muse. Du wirst diesen Brief niemals lesen. Es tut mir so leid. In seiner Abwesenheit werde ich mein Bestes geben. In welcher Abwesenheit? In der Abwesenheit des Traumes? Das ist alles so kryptisch, Leute. Kann man denn nicht normale Briefe schreiben, die jeder versteht? Muss man immer alles so kryptisch machen? Ich dann? Wahrscheinlich der Traum, ja. Wahrscheinlich. Vielleicht bin ich auch einfach für solche Spiele nicht kreativ genug. Und kann mir das alles leider nicht so ausmalen, wie die Leute das gerne hätten. Oh, jetzt kommen hier die Credits schon. Das ist ja fantastisch, Leute. Dass die sich hier so verewigt haben mit so gezeichneten Bildern. Wie geil. Das ist ja fantastisch. Ach, schön. Und auch alle so mit Anzug, ne? Wobei der Anzug wahrscheinlich einfach nur dazu gezeichnet wird. Oh, das ist aber... Hui. America! America! Level-Designer Andre Zajaniki. Der hat sich hier aber nicht in Schale geschmissen. Für das Bild hier. Der Damien Lukowski Concept Artist auch nicht. Das ist ja gut. Sind lauter so, sind das irgendwie aus Polen oder so Entwickler? Sind das polnische Entwickler? Dass die da wirklich für jeden noch eine Zeichnung gemacht haben, ist ja Wahnsinn. Oder fange ich hier ständig von vorne an, aber das sind immer andere Bilder. Das ist ja richtig gut. Oh, die hat sich aber ordentlich in Schale geschmissen. Mit ihrem Hut. Polnisches Team? Ah.
Ja, schön. Wir klicken uns mal ganz kurz durch hier, ob noch was kommt hier zum Schluss. Okay. So, da müssten ja jetzt noch ein paar Türen da sein, ne? Also hier zum Beispiel. Man sieht jetzt wahrscheinlich so den aktuellen Ist-Zustand des Hauses. So würde ich das interpretieren. Oh, wir haben keine Platte. Das ist quasi der aktuelle Zustand des Hauses. Und wo wir auf Gedeih und Verderben versuchen, ein schönes Porträt unserer Ehefrau zu zeichnen. Für immer und ewig offenbar. Das ist wahrscheinlich so der Schlusspunkt. War da nicht noch eine Tür hier oben? Oh, ich hätte eigentlich den Schlüssel. Ich sag's ja nur, ich hätte einen Schlüssel im Inventar. Aber der ist leider nicht für diese Tür, der ist wahrscheinlich für unsere Tür unten. Alles heruntergekommen, guckt euch das an. Grausig sieht sie aus, grausig. So, was war das hier? War das der Abstellraum? Alles von Farbe überzogen. Oh, die Küche sieht doch einigermaßen ordentlich aus. Oh, jetzt dreht sich die Kamera wieder. Die Küche sieht jetzt noch einigermaßen ordentlich aus. Ich mache jetzt nicht mehr alle Dinge auf, oder? Ja komm, wir machen noch kurz alle auf. Wer weiß, ob nicht doch noch irgendwo was versteckt ist. Und ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht finden würde. Aber wahrscheinlich eher nicht. Okay, das ist neu. Lauter Duftbäume. Da ist bestimmt jemand hinten eingemauert. Und mit den Duftbäumen soll kaschiert werden, dass da jemand ist. Die Frau wahrscheinlich, ja. So, hier geht's nicht raus, weil wir nicht drüber steigen können. Außerdem hat irgendjemand hier die Ketten vorgehängt. Hatten wir nicht noch? Wir hatten doch noch einen Keller. Da ist der Badezimmer, genau. Man kann nichts mehr erkennen. Geduscht wurde hier schon lange nicht mehr. Aber wo war der Keller? Da ist unser Zimmer für den... Ah, hier war der Keller. Ja, natürlich gehen wir in den Keller auch noch runter. Natürlich. Wir nähern uns dem Ende des Spiels. Wo sind die Ratten? Okay, wir können hier gar nirgends mehr durch. Ne. Na gut, dann gehen wir mal rein und starten quasi ein neues Gemälde wahrscheinlich. Ne? Das wird so der Bogen sein, der Kreis, der sich schließt. Wir gehen jetzt quasi wieder hier rein und werden wieder ein neues Bild machen. Wir fangen quasi jetzt wieder von vorne an. Es ist nirgends mehr was drin. Ist auch wieder alles leer. Da sind die ganzen Pinsel wieder da. Oh, jetzt sieht es wieder aus wie ganz am Anfang, oder? Yep.
Okay. Das war Layers of Fear, Leute. Ach, fantastisch. Es hat ein bisschen seine Schwächen, gerade so das Ende war ein bisschen zu verwirrend. Da wollten sie wahrscheinlich nochmal ein bisschen auftrumpfen. Aber ansonsten ein fantastisches Spiel. Und es war so schön, dass ich nichts mehr wusste. Wir haben offenbar, ich glaube, ich gucke mal später noch in YouTube rein, da sind bestimmt auch die anderen Enden noch drin. Aber ich glaube, wir haben zumindest entweder ein schlechtes oder ein mittleres Ende bekommen. Und das heißt, wir müssten wahrscheinlich nochmal komplett durchspielen und dann eventuell ohne Tode. Werden wir jetzt nicht mehr in diesem Livestream machen. Ich hatte auf alle Fälle sehr viel Spaß bei dem Spiel. Und habe mich auch ein bisschen gegruselt. Zum Schluss raus, man hat es gemerkt, zum Schluss raus hat sich das alles dann schon ein bisschen abgenutzt. Das heißt, die Länge des Spiels war eigentlich ganz okay gewählt. Weil wenn es jetzt nochmal irgendwie 2-3 Stunden gegangen wäre, dann hätte sich da alles schon ein bisschen abgenutzt. Ne? Also man hat zum Schluss raus gemerkt, es ist nicht mehr so wie am Anfang. Also ne, ich habe nicht mehr so viel geschwitzt. Es gibt den zweiten Teil haben wir schon gespielt, der war aber nicht so toll. Kugler. Es gibt aber jetzt hier für den ersten Teil auch nochmal einen DLC. Guck mal eben, ob ich hier rauskomme. Es gibt nämlich hier Inheritance. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr genau, was du da spielst. Das könnten wir auch noch angehen. Aber ich glaube, das ist irgendwie aus einer anderen Sicht. Ne? Also das ist jetzt nicht der Teil 2, sondern das ist noch so ein DLC für Layers of Fear. Aber soweit ich weiß, war der nicht mehr ganz so gut. Aber ansonsten immer noch ein tolles Spiel. Grafisch immer noch toll. Bisschen zu viele Jumpscares meiner Meinung nach. Da könnte man das ein bisschen zurückschrauben. Das war ansonsten auch schon gruselig genug. Und ich glaube auch, dass ich es nicht komplett verstanden habe. Aber vielleicht ist das auch vom Spiel gewollt, dass man halt nicht alles beim ersten Durchgang gleich checkt, was da jetzt los ist. Und dass man sich dann vielleicht das ein oder andere bisschen durch den zweiten Durchgang, dritten Durchgang erschließen muss oder vielleicht auch einfach so zusammenreimen muss. Vielleicht ist das auch ein bisschen gewollt. Aber ansonsten fantastisches Spiel. Ich kann es euch sehr empfehlen. Jetzt habt ihr es ja schon gesehen eigentlich. Jetzt sind die Überraschungsmomente ja schon quasi gezeigt worden. Aber vielleicht könnt ihr es ja dann mal so machen wie ich. In 5 Jahren oder so, wenn ihr nichts mehr davon wisst, könnt ihr euch entweder nochmal hier das Video anschauen auf YouTube oder mal selber Hand anlegen. Ich frage mich, von wem... Wer die ganzen Materialien für das Bild geerntet hat, bitte was? Ja, das ist noch ein bisschen unklar. Also ein paar Sachen waren ja ganz klar. Ne? Also dass er zum Beispiel die Locke von der Tochter hatte, das war relativ eindeutig. Aber die anderen Sachen, keine Ahnung. Also das ist halt, vielleicht soll das auch einfach so dubios sein. Ich bin mir sicher, im Internet gibt es dazu schon wieder irgendwie so Texte oder Aufklärungsvideos, wie die Geschichte wirklich abgelaufen ist, könnte ich mir vorstellen, wo dann wirklich alles zusammengetragen wird. Ich denke, wir haben auch bestimmt einen signifikanten Teil noch nicht entdeckt im Spiel. Also so Texte oder ähnliches, weil da gibt es ja doch einiges zu entdecken. Und wenn du da mal vielleicht so 4, 5 Briefe oder ähnliches nicht zu lesen bekommst, dann kann es natürlich sein, dass du da nicht mehr alles mitbekommst. Genau. Also ansonsten aber ein schönes Spiel, also sehr begeistert. Ich freue mich jetzt auch ein bisschen, dass wir es hier in einer Sitzung jetzt durchgemacht haben und durchgespielt haben. Und ja, das war's mit Layers of Fear. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Von den YouTube-Leuten verabschiede ich mich jetzt schon mal. Also ich werde es definitiv hochladen. Und hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, über Folgen, über Abo und so weiter. Ihr kennt das ja. Und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr denn mögt. Macht's gut, bis dann. Ciao.